Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Gipfelsieg, der Wille versetzt Berge. Ich melde mich heute aus dem Zillertal, ganz genau vom Fuße der Spieljochbahn. Und ich begrüße Marianne Hengel ganz herzlich. Sie ist die Obfrau des Vereins Roland Austria und Initiatorin dieser Gesprächsreihe. Marianne, eigentlich hätte dieser Gipfelsieg schon vor einem Jahr stattfinden sollen. Dann kam bekanntlich alles anders. Wie war denn dieses letzte Jahr für dich? Welche Herausforderungen hat es denn auch für Menschen mit Behinderung bedeutet? Ganz viele Menschen, die körperlich sehr beeinträchtigt sind, müssen jeden Tag ihr Leben neu organisieren, müssen hoffen, dass die persönlichen Assistenten gesund bleiben, dass sie kommen, auch wenn Corona eine Rolle spielt. Und diese Menschen sind ganz, ganz großartig und ganz mutig. Und ich würde mal sagen, von Menschen mit Behinderungen kann man was lernen, weil sie einfach da die Meister sein, weil sie das erprobt haben schon 100.000 Mal. Aber auch von den mutigen Assistentinnen und Assistenten, die sagen, ich werde oft blöd angeredet. Wieso? Jetzt habe ich so eine besondere Ausbildung und ich gehe zu Menschen mit Behinderungen und hilfe ihnen bei der persönlichen Assistenz. Da gibt's oft blöde Stimmen, die sagen, hast du nichts Besseres gefunden? Und ich glaube einfach, dass man da auch schon ein bisschen mehr Wertschätzung und mehr Respekt haben sollte von Menschen mit Behinderungen, aber auch von deren Assistenten und auch von deren Familien. Das ist dir ja in deiner Arbeit immer auch ein Anliegen, Menschen mit Behinderung als große Persönlichkeiten darzustellen, sie nicht auf die Schwächen, auch auf Einschränkungen zu reduzieren, auf Hindernisse, mit denen sie leben müssen, sondern zu zeigen, welche großen Talente in ihnen schlummern, was das für starke Persönlichkeiten sind. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel an eine Frau, die mit den Augen zwinkert, wenn sie redet. Ich denke an einen Mann, der zum Beispiel mit dem Sprachgerät kommuniziert, damit er einfach sagen kann, was er braucht und was er möchte. Und mir ist ganz wichtig, Barbara, der Gipfelsieg. Ich habe mit vielen Menschen diskutiert und viele sagen, es gibt viele Menschen, die erreichen keinen Gipfelsieg. Und ich bin jetzt froh, dass ich mit dir über das reden kann, dass Gipfelsiege ganz anders ausschauen können. Man muss nicht was Wunderbares leisten, um zu sagen, dass ich einen Gipfelsieg erreicht habe. Ich glaube einfach, wenn ein Mensch nach einem schweren Unfall, der nur mehr den Kopf bewegen kann, wenn er es schafft, mit persönlicher Assistenz wieder am Leben teilhaben zu können, dann ist das ein Wahnsinn. Dann ist das eine riesengroße Hürde, die da überwunden werden hat können. Und das sind die Gipfelsiege. Ich freue mich auf meine heutigen Gäste. Hannes Kinnegartner sitzt seit einem Motocross-Unfall im Rollstuhl, was seiner Leidenschaft für den Motorsport keinen Abbruch getan hat. Und diese Leidenschaft ist es auch, die ihn mit Gregor Bloeb verbindet. Der Schauspieler und Regisseur ist selbst auch begeisterter Hobby-Motorradfahrer. Beide sind sie Tiroler, heute zu Gast im Zillertal bei unserem heutigen Gipfelsieg. Meine Gäste heute im Gipfelsieg, Gregor Bloeb und Hannes Kinnegartner. Und eine Leidenschaft, die euch beide verbindet, das ist definitiv der Motorsport. Hannes, wie kam das Motorradfahren in dein Leben? Mein Vater ist ja zweifacher Weltmeister. Und so mein erstes Motorrad habe ich bekommen, ich schätze mit 2 Jahren, da habe ich noch Stützräder dran gehabt. Von da an bin ich auf dem Motorrad gesessen. Gregor, bei dir? Dadurch, dass ich 3 ältere Brüder habe und ich weiß noch genau, als der Größte, der Thomas, gekommen ist mit seiner 750er Honda 4, als er da in den Hof spazieren
beziehungsweise ist er reingefahren und da ist der ganze Hof ist da gestanden und vor einem Heiligtum und ich durfte dann immer mitfahren und so ist man natürlich dann irgendwie mit dem Motorsport irgendwie aufgewachsen und alle waren dann immer noch fanatischer. Wir haben natürlich seinen Vater in Heinz schwerst immer bewundert und umso schöner war es dann später, dass wir gemeinsam arbeiten durften. Mhm. Du hast es angesprochen, dein Vater Heinz Kinnegartner, zweifacher Weltmeister, unzählige Rallyes gewonnen, einer der erfolgreichsten Motorsportler unseres Landes. Eine Leidenschaft, die aber die ganze Familie verbindet. Schon der Großvater, die Onkeln, der Vater. Wäre das je eine Option gewesen für dich, diese Leidenschaft nicht zu teilen? Oder umgekehrt, was bedeutet es, wenn man in der Familie so ein gemeinsames Thema auch hat? Also die Leidenschaft war bei mir natürlich immer da, von dem her hat es nie was anderes gegeben. Mhm. Und wir haben es in der ganzen Familie gehabt. Also meine beiden Onkel, die Brüder von meinem Vater, sind beide gefahren, mein Opa eben auch schon. Mhm. Ja, es liegt bei uns eigentlich im Blut, ja. Im Blut. Und verbindet euch in den schönsten Momenten, in großen Erfolgen, auf die man schaut, aber eben auch in schlimmen Momenten. Dein Onkel, der sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl. Und du warst 19, als du, und fast, muss man sagen, fast ironischerweise, bei einem Benefizrennen für ein Behindertenheim den Unfall hattest, der dein Leben so nachhaltig verändert hat. Warum bist du damals überhaupt mitgefahren? Ja, es war ein gutes Rennen mit sehr starker Besetzung und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Vorbereitung und ein wichtiges Rennen für die Meisterschaft. Mhm. Was ist dann passiert? Ja, es war ein blöder Unfall. Also ich bin gleich nach dem Start in einer schnellen Linkskurve ist vor mir einer gestürzt. Ich habe nicht mehr ausweichen können, bin über sein Motorrad drüber, habe einen Schlag aufs Hinterrad bekommen und bin nach vorne abgestiegen, genau auf den Kopf und ja. Was dann folgte, war eine schwere Zeit, 6 Wochen Intensivstation zunächst einmal mit Herzstillstanden, mit einem Hirninfarkt und irgendwann dann dieser Moment, wo du wieder zurück in diesem Leben warst und dir bewusst war, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Wie nah ist dir das heute noch, wo es ja doch schon jetzt Jahrzehnte her ist? Ja, es war am Anfang natürlich eine sehr harte Zeit. Vor allem, wie man dann bewusst geworden ist, dass ich wirklich im Rollstuhl sitze, war ein harter Schlag. Und war schon zum Zurückkämpfen dann. Mhm. Gregor, was tut es mit dir, wenn du so eine Geschichte hörst? Auch mit dem eigenen Empfinden für Gefahr, für Risiko. Dieses, es gibt ganz knapp neben dem Leben, das ich lebe, ein ganz anderes, das auch meines sein könnte. Ja, das verändert sich auch mit dem Alter, hat sich auch verändert. Es hat sich auch verändert durch unsere gemeinsame Arbeit bei der Paris-Dakar, bei der Rallye, wo man jeden Tag, wenn du am Start bist, weißt, 2-3 Mal wirst du dem Teufel von der Schaufel springen. Oder auch nicht. So ist das Leben. Das Leben hat Schicksale, Schicksalsschläge. Und Leidenschaft und Schicksal ist eine ganz heikle Kombination, weil was überwiegt? Also es gibt natürlich, wenn man auch mit dem Heinz oder wenn man mit der Familie redet, sind das natürlich auch die schönsten Momente im Leben, die der Motorsport ihnen gebracht hat. Aber natürlich auch die schrecklichsten. Es ist eine Parabel für das ganze Leben. Es kann uns vieles passieren. Einer meiner Söhne hatte durch einen Pubertätsblödsinn auch einen sehr, sehr schweren Motorradunfall und lag 3 Tage im Koma und wir wussten nicht, ob er es überlebt oder ob er es nicht überlebt. Und da war alles kaputt, was nur so kaputt sein kann, auch Gehirnblutung vorn, hinten und man weiß, was das bedeutet hinten.
Und der liegt natürlich in der Intensivstation mit anderen. Die waren unschuldig. Er ist rausgekommen aus dem Ganzen und die Ärzte haben gesagt, sie wissen nicht warum, aber er wird sein altes Leben wieder zurückbekommen. Andere nicht. Wir können es nicht verstehen. Man kann nicht immer alles verstehen. Aber ich glaube, dass es ja auch wichtig ist, dass wenn man Leidenschaft nachgeht und es passiert ein Schicksal, also auch immer diesen Ist-Zustand dann irgendwie verfolgt und dass der auch irgendwie auch die Kraft bringt. Mhm. Ist diese Frage, warum ist mir das passiert? Habe ich was falsch gemacht? Wieso ist es in der Sekunde so blöd gelaufen? Eine, die jetzt mit Abstand noch ein Thema ist für dich? Also auch ein gewisses Hadern? Oder muss das irgendwann dann auch mal ein Ende haben, um auch wieder ins Leben gehen zu können? Ja, also die Frage hat es für mich eigentlich nie gegeben. Ich weiß nicht, ob ich an Schicksal glaube oder schwer zu sagen, aber es war schon, als ich den Unfall gehabt habe, war ich die Woche vorher im Krankenhaus in Murnau, habe einen Freund von mir besucht, der vorher einen Unfall gehabt hat, in Bad Bayerl. Und habe den natürlich vom vorher gut gekannt und habe ihn dann gesehen in der Therapie. Und der Querschnitt gelähmt war mal nach einem Unfall, also dem genau, sozusagen zuvor das passiert ist, was später dir passiert ist. Genau, und wie er dann so in der Therapie sich durchgekämpft hat und seine Beine halt nicht mehr bewegen können und die so herumgeflattert sind. Also wie ich ihn dann so gesehen habe, das war schon ein harter Schlag für mich. Und ich habe auf der Heimfahrt schon darüber grübeln müssen und ja, habe mir aber gedacht, ja, schon scheiße, aber ja, mir wird das nie passieren. Mhm. Ja, und dann am Wochenende drauf habe ich Rennen gehabt und mir ist genau das passiert. Dann 6 Wochen drauf oder 7 Wochen drauf, da dann bin ich bei ihm im selben Zimmer gelegen. Und, ja. Und wie wichtig war das dann auch, dass er da plötzlich zu einem Partner wurde, gewissermaßen? Gab es doch Momente, die dich gestärkt haben oder wo dann dieser Kampf ein gemeinsamer wurde? Natürlich verbindet das auch zum Teil, aber wir hatten beide unsere eigenen Kämpfe. Also ich war da in der Akutphase und relativ lange in Intensiv. Und er war dann eigentlich schon fast weg, wie ich noch auf die Normalstation gekommen bin. In der Hinsicht her waren wir nicht ganz parallel unterwegs, aber ja. Du hast gesagt, das war schon eine sehr harte Zeit damals. Und diese Sendung heißt ja auch Gipfelsieg, weil sie zeigen soll, wie relativ Erfolge sind. Was für einen, der im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, wie du, Gregor, steht, vielleicht große Bühnenerfolge sind oder tolle Publikumserfolge, was in Quoten, in Gagen sich messen lässt, ist vielleicht für dich eine Bewegung, die wieder geht. Eine kleine Möglichkeit, die du wieder hast. Kannst du in dieser Zeit der Reha die kleinen Gipfelsiege noch benennen? Etwas, wo du gesagt hast, boah, ich habe es geschafft. Ja, da hat man viele Erfolge, feiert man da. Also alleine nach der langen Zeit im Bett war ich extrem schlecht vom Kreislauf her und habe eigentlich fast nicht mehr sitzen können. Also ich habe alle paar Minuten wieder nach hinten müssen, mich hinlegen müssen oder ja. Und alleine wie ich halbwegs selbstständig dann mit dem Rollstuhl fahren hab können, hat lange gedauert und alleine das war schon ein Riesenerfolg. Mhm. Gregor, war bei dir jemals die Angst, die Sorge vor einem Schicksalsschlag, vor einer Gefahr, vor einem Risiko, ein Hinderungsgrund, einer Leidenschaft nachzugehen? Nein. In keinem Alter? Nein, jetzt. Nach der Erfahrung mit deinem Sohn, oder? Es war ein bisschen. Und ich habe das Ehrenzeichen des Landes Tirols bekommen. Und ich habe die Aufgabe gehabt, die Rede zu halten. Und ich habe mir über Ehre und Vorbildfunktion Gedanken gemacht, weil ich habe es immer abgelehnt, auch meinen Kindern zu sagen,
warum, ich bin überhaupt kein Vorbild, sei dein eigenes, geh du deinen Weg, ich gehe meinen, mein hat mit deinem überhaupt nichts zu tun, wenn ich da runterspringe, musst du ja nur lernen, nicht da runterspringen. Aber irgendwann mal kommt dieser Moment, wo es heißt, wo man dem Vorbild auch nicht ausweichen kann. Mhm. Hannes, der Gregor hat gerade auch von dieser Verantwortung letztendlich als Vater, die ihn verändert hat, gesprochen. Wie war denn die Situation und ist sie bis heute für deine Eltern? Wie hat es euer Verhältnis geprägt und verändert? Also meine Mutter hat das natürlich auch ziemlich mitgenommen. Meine ganze Familie natürlich. Ja. Das Verhältnis hat bei uns allen eigentlich zusammengeschweißt. Mein Vater und mich speziell, der steht mir immer zur Seite, wenn ich meine Hilfe brauche. Also, ja, ich habe super Unterstützung seitdem von meiner Familie, was vor allem am Anfang sehr, sehr wichtig ist. Es gab, wie gesagt, einen Onkel, der auch nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, den du nie anders gekannt hast, glaube ich. Genau. Also wie hast du den als Kind schon wahrgenommen? Das war halt so. Oder wie hat man auch darüber geredet? War das ein gewisses Tabu? Also seit ich den kenne, sitzt er im Rollstuhl, also den habe ich nie anders gesehen eigentlich. Und ich habe ihn immer nur so wahrgenommen und das war von dem her eigentlich normal für mich. Was hast du über ihn gedacht? Über das Leben im Rollstuhl gedacht? Über die Möglichkeiten, die er hat, aber vielleicht auch über die Möglichkeiten, die ihm fehlen, gedacht? Über das habe ich mir da eigentlich keine Gedanken gemacht. Also der ja, war von Anfang an so. Habe ich mir nie die Frage gestellt, was wäre, wenn bei ihm gewesen. Du hast von den Tagen, an denen du am Krankenbett deines Sohnes gezittert hast, vorher erzählt. Ist das eine Zeit, in der du vielleicht auch mit Heinz Kindergartner Kontakt gesucht hast? Weil man sich auf alles einstellen will? Oder will man da mal, ist das eine so intime Angelegenheit, dass man da auch gar nicht drüber redet? Das war, es ist erstens eine sehr intime, es war ja eine akute Situation. Und das vollkommen Absurde war das, dass ich ein vollkommenes Wasal war und unfähig und nur noch durchgeheult habe und nur noch gezittert habe. Und ich war nicht mehr anwesend. Und die Mutter meines Sohnes war ein Fels in der Brandung. Und ich war vollkommen unfähig. Und in dem Moment, wo es geheißen hat, irgendwie, wo der die Augen aufgeschlagen hat und dann noch den legendären Satz gesagt, wenn ich es geschafft hätte, wärst du sehr stolz gewesen. Das war der erste Satz, weil er der Polizei davon gefahren ist mit dem Motorrad. Und ich meine, was gibt es Schlimmeres? Ich meine, das ist der erste Satz. Und in dem Moment, wo das dann irgendwie so das Aufwachen und das neue Leben beginnt, war es genau umgedreht. Da war ich dann da. Aber in dieser Situation war ich, deswegen habe ich keinen Kontakt auch mit Heinz oder mit irgendjemand gehabt, sondern ich war nichts. Ich war gar nichts. Hannes, was dich und deinen Vater heute auch verbindet, ist euer gemeinsames Engagement für Wings for Life, eine Stiftung, die Heinz Kindergartner gemeinsam mit Didi Mateschitz gegründet hat, die sich der Rückenmarksforschung widmet. Und in Interviews mit deinem Vater oder mit dir lese ich, du glaubst einfach fest daran, dass die Forschung irgendwann so weit sein wird, dass du aus dem Rollstuhl auch wieder aufstehen wirst. Ist diese jahrzehntelange Hoffnung jetzt auch, mit der du da schon lebst, ist das etwas, woran du dich wirklich festhältst? Oder nee. Ist das eine Überschrift, der man sich hingibt? Nein, ich bin schon wirklich überzeugt davon. Also wir haben am Anfang schon gesehen, dass viele Ansätze gibt, viele gute in der Forschung. Und das war bereits, als die Wings for Life gegründet worden ist. Deshalb hat man sie ja gegründet, weil gute Ansätze hier sind, aber einfach ist Interesse fehlt und zu wenig Geld drin steckt, um die Forschung voranzutreiben. Und ja, das ist natürlich in die Jahre immer besser geworden.
Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr interessante Projekte, wie zum Beispiel die epidurale Stimulation, wo man große Fortschritte sieht. Mit Stammzellen geht vieles weiter. Also es gibt mittlerweile wirklich Projekte, wo ich glaube, dass das nicht mehr allzu lange dauert, dass ich da Resultate sehen kann. Das heißt, du verfolgst auch ständig die Nachrichten und die Entwicklungen, die es da gibt, um zu wissen, was ist möglich, was ist vielleicht für mich noch möglich? Ganz genau. Also gerade jetzt zum Beispiel ist ein Freund von mir nach Thailand geflogen, hat sich da operieren lassen, auch mit der epiduralen Stimulation. Schickt mir immer wieder Videos, wie er jetzt seine Füße bewegt und wie die Therapie geht. Ich glaube, dass das sicher ein großer Schritt ist. Und eine Kombinationstherapie mit ein, zwei anderen Therapien dazu, glaube ich, ist absehbar, dass das irgendwann jetzt schon vielleicht einmal umsetzbar sein könnte. Ja, was Forschung alles möglich macht und die Hoffnung, die da drin steckt, das ist ja auch ein Thema unserer Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Dass ein Impfstoff nach einem Jahr da ist, ein Erfolg von international vernetzter Forschung letztendlich. Wie gehst du mit diesem Thema um, auch mit dieser Demut, mit dem Wissen, was Forschung, was Wissenschaft möglich machen kann? Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen zweischneidig für mich mit diesem Corona, weil ich da unter diesen Maßnahmen sehr, sehr leide. Da ist es wirklich ein höchst interessanter Punkt bei Wings for Life und deswegen sind wir da alle ganz große Unterstützer, weil es einfach bis dahin einfach überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Diese Verletzungen waren einfach Verletzungen und erledigt. Und dass man da plötzlich diesen einen Pulk zusammenholt von den besten Ärzten. Und das war schon ein gigantisches Unterfangen. Und es ist nun mal so, dass sie alle sagen, die ganzen Wissenschaftler sagen, sie werden es hinkriegen. Sie wissen noch nicht wann. Du bist ja nach wie vor, Hannes, dem Motorsport verbunden. Du managst zwei Motorradfahrer und eine eigene Motorsport-Modelinie. Und du fährst auch nach wie vor selber, was dir deshalb möglich ist, weil du so ein spezielles Motorrad-Buggy hast. Kannst du uns kurz erklären, wie das funktioniert? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, genau, stimmt. Also ich habe da einen Buggy, den ich für mich adaptiert habe mit Handgas und Bremse. Mit dem ich relativ... Bremsen hat er gar keinen. Wer bremst, ist feig, oder wie? Ja. Nein. Also der ist wirklich eine große Erweiterung für mich, für mein Leben. Also vor dem Buggy hätte ich mir nicht gedacht, dass ich sowas nochmal erleben kann. Es ist ähnlich dem Motorradfahren. Man kann wirklich durch die Berge, durch die schönsten Landschaften gasen und Spaß haben. Also. Und jetzt unmittelbar bevor steht ein Rennen, zu dem du fahren wirst. Du sagst, dass man sowas noch erleben kann oder wieder erleben kann. Was ist sowas? Was ist für einen Nicht-Motorsportler wie mich, was ist das Fahrgefühl, die Faszination? Worin liegt dieses Erlebnis? Ja, also ich habe mit Buggy von angefangen, schon vor einigen Jahren, habe dann noch zwei Freunde unten, die auch im Rolltour sitzen, die auch gerne gefahren werden. Und mit denen zusammen haben wir uns dann entschlossen, eine Rallye zu starten. Die haben wir dann in Griechenland gefunden und da sind wir, auf das haben wir uns vorbereitet, die sind wir dann gefahren. Und die Vorbereitung und einfach das alles zu schaffen, war wirklich ein Highlight. Die Vorbereitung war eines, aber dann wirklich dort stehen, am Start zu stehen und dann ja, den zu hören, wie er so runterzählt, 3, 2, 1, Start. Also da ist man, das Herz schon richtig in die Hosen gerutscht wieder. Und das habe ich vorher nicht mehr gekannt. Also das Rennen von war eigentlich nach meinem Unfall weg und wie das dann da wieder war, das war schon sehr speziell, ja. Das heißt, dieser Wettbewerb, das Kribbeln, das du da beschreibst, geht es auch um den Erfolg? Geht es um den Platz, den man am Ende erringt? Ist das immer auch dabei?
zum Teil, ja, man will schon sehen, wie schnell man isst oder wie man sich schlägt, aber das ist nicht der Fokus. Also, du hast wirklich dabei sein, ist eigentlich alles. Du warst, glaube ich, da auch dabei? Wir waren dabei, ja. Also wir sind sie gemeinsam gefahren. Ich glaube, er war leider vor mir im Ziel. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Hobbyfahrer und einem Profi, der das im Blut hat und das geht gar nicht anders. Ich fahre ja, mir ist es ja relativ egal, ob ich jetzt 25., 128. oder 3. oder 1. ist mir wirklich vollkommen egal. Mir macht das Spiel an sich Spaß. Ich finde die Konzentration, die körperliche, die Technik, das Motorrad und die Beherrschung, das hat was mit Kunst dann irgendwann einmal zu tun, mit Yoga für Männer. So, ich weiß nicht, das kann man gar nicht so sagen. Gell? Das ist schon falsch. Aber du weißt, was ich meine. Und bei den Profis oder bei den Sportlern, die das so drin haben, da zählt einfach immer nur besser. Besser, noch schneller, noch härter, noch besser. Das habe ich nicht. Aber es ist begeistert. Also es war immer toll mit Ihnen. Also ich habe da wahnsinnig viel natürlich auch gelernt. Man lernt immer von den Besten. Das ist ja anders, als man von außen wahrnimmt, ein Teamsport letztendlich. Auch wenn einer vorne steht oder am Motorrad sitzt in dem Fall. Was sind da die Tätigkeiten im Team? Wie wichtig ist der Rückhalt und die Professionalität derer, die zum Team gehören? Wenn du am Finish bist, dann geht's los. Die einen schrauben, die einen machen das Motorrad, die einen umsorgen dich. Es wird so, so wahnsinnig viel. Wir haben viele Gespräche gehabt. Wie geht's? Wie tut's? Wie kann man die Konzentration auch halten? Wann merkt man, dass man müde wird, dass man geistig müde wird? Mhm. Ist das Leben für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, auch sowas wie ein Teamsport? Also wer gehört zum Team Hannes Kinnegardner, damit du ein möglich selbstständiges Leben führen kannst? Welche Form der Unterstützung brauchst du heute? Ja, klar. Also jetzt, da ich im Rollstuhl sitze, brauche ich auch Hilfe. Ganz selbstständig schaffe ich es nicht durch den Tag. Ich habe Assistenten, die mir da super helfen. Dieses Lernen von unmittelbarer Nähe, dass die intimsten Tätigkeiten wie Körperpflege, Toilette, was auch immer, dass man dafür jemand anderen braucht, das muss man ja erstmal bereit sein, auch zuzulassen und anzunehmen. Wie ist es dir dabei gegangen? Ja, stimmt ganz genau. Also ist in dem Fall, glaube ich, kein großes Thema, weil man es einfach braucht. Und da ist man froh, wenn man Hilfe bekommt und wenn man gezeigt bekommt, wie es geht. Von dem her, ja. Aber das ist eigentlich das ganze Leben so. Also man braucht in jedem Lebensabschnitt jemanden, der da zeigt, wie es geht oder der da weiterhilft. Mhm. Also genauso wie der Gregor jetzt auch da in der Zeit, in der schwierigen Zeit, wie wir jetzt sind, ist alleine nicht ganz witzig. Also wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann oder mit dem man was machen kann, ja, braucht es das. Also das macht das Leben schon aus. Wie schaut es mit der psychischen Unterstützung braucht? Nicht nur im Sport braucht man mentale Kräfte und mentale Trainer, die einen helfen, sondern jeder von uns hat auch im Leben verschiedene Phasen der Glückseligkeit oder der Traurigkeit, der Verzweiflung, die es natürlich sicher auch in deinem Leben gibt. Hast du da Partner, hast du da Unterstützer, die dich rausholen, wenn du gerade verzweifelt bist? Ehrlich gesagt, ganz, ganz viele schlechte Phasen habe ich in meinem Leben nicht gehabt, wo ich wirklich bestürzt war und also einen schlechten Tag gehabt habe. Das war, wie ich realisiert habe, dass ich im Rollstuhl sitze. Also da habe ich wirklich einmal ein, zwei Tage gebraucht, bis ich das verarbeitet habe. Aber das wird in ein, zwei Tagen nicht erledigt gewesen sein, oder? Ja, da habe ich es wenigstens einmal realisiert. Also ich war ja dann da schon stark unter Medikamente und bin nur im Bett gelegen. Und nach ein paar Wochen haben sie mich dann das erste Mal in den Rollstuhl gesetzt. Und da habe ich dann eigentlich realisiert,
was passiert. Also die haben mich in den Rollstuhl gesetzt und haben gesagt, wow, schaut das super aus und echt gut. Ich habe mir nur gedacht, was wollen die jetzt, spinnen die? Ja, da ist mir dann klar geworden und dann, da habe ich dann schon eine Zeit gebraucht, bis ich das verarbeitet gehabt habe. Ja, aber dann gibt es eigentlich nichts. Also dann muss man damit klarkommen und daran arbeiten. Ein Gipfelsieg heute aus dem Zillertal. Wir reden gleich weiter und stellen Ihnen den Austragungsort noch ganz kurz vor. Jemand, der von Barrieren nicht betroffen ist, der hat oftmals auch das Auge nicht dafür. Und umso wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, die auch im Entscheidungsprozess eingebunden sind und darauf hinweisen. Und so versuchen wir in unserer täglichen Arbeit einerseits bestehende Barrieren abzubauen und andererseits bei Neubauten und neuen Entwicklungen stets auch die Barrierefreiheit mitzudenken, um so auch allen Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen in unserer Gesellschaft Platz zu geben. Wir haben hier einen Platz errichtet, der nahezu zu 100% barrierefrei ist. Es ist kein Winkel hier im engeren Dorf, den man nicht auch mit einem Rollstuhl erreichen kann. Und so versuchen wir das auch außerhalb des Dorfes Schritt für Schritt umzusetzen. Bei uns in Hochfügen speziell, wo wir jetzt sind, schätzen die Leute ganz besonders, dass man mit dem Auto direkt bis zu den Liftanlagen im Winter hinfahren kann. Und egal ob Schlepplift, ob Sessellift, ob Gondelbahn, es ist alles ebenerdig erreichbar. Und die Bahnen, speziell jetzt natürlich auch alles, was neu errichtet wird, wird großer Wert darauf gelegt, dass wir Barrierefreiheit haben, dass man mit Lift direkt hochfahren kann oder dass man zum Schlepplift eben rankommt, dass man mit Monobobs, mit Monoski, mit Monobikes fahren kann. Und das schätzen natürlich schon die Leute mit Behinderungen auch sehr. Ein Gipfelsieg heute aus dem Zillertal. Hannes, du bist ja gebürtiger Zillertaler. Wenn ich aus dem Osten des Landes, also aus Wien nach Tirol in den Westen komme und plötzlich die Berge immer höher werden, dann wird mir jedes Mal bewusst, wie sehr das Menschen einfach auch prägen muss, die Umgebung, in der sie aufwachsen. Wie sehr haben die Berggipfel hier, die man hinter uns erahnen kann, dich und dein Leben geprägt? Ja, die Berggipfel gehören auf jeden Fall zu meinem Leben dazu. Also ich bin froh, dass ich hier geboren bin und hier leben kann. Ob Sommer oder Winter, es ist immer ein bisschen anders. Und mir gefällt es aber auch ganz gut, wenn ich mal wegkomme von den Bergen zum Meer und ein bisschen was anderes sehe. Dieser Perspektivwechsel, den einem ja Gipfelerlebnisse auch ermöglichen, ne? Von oben runter zu schauen und alles mit Abstand zu sehen. Wie hilft dir das, Gregor? Man muss zuerst rauf, um den Horizont überhaupt zu erreichen. Also es ist schon gut. Und dieses Bild, dass man zuerst wo rauf muss, um eine Erkenntnis zu haben, sehr katholisch. das ist in einem verhaftet, ja. Dieser Perspektivwechsel, dieses Aufstehen können, auch aus dem Rollstuhl aufstehen können, ist, was für dich eine wichtige Perspektive ist, eine Hoffnung, an der du dich festhältst, was du aber auch jetzt mit Unterstützung schon übst und erleben willst, mit einem sogenannten Exoskelett. Wie fühlt es sich an? Wie funktioniert das? Ja, stimmt. Also ich mache allgemein relativ viel Therapie, um mich fit zu halten. Seit neuem jetzt da mit dem Exoskelett, was ich finde, ist mit Sicherheit die beste Therapie, die man machen kann. Also man steht auf und im aufrechten Gang geht man mit dem Exoskelett durch die Gegend, was super ist für die Knochen, für die Durchblutung, für den Kreislauf. Und ja, von dem her, glaube ich, kann man nichts Besseres machen. Und es ist natürlich auch ein super cooles Gefühl, wieder mal durch die Gegend zu gehen und die Welt von ein bisschen weiter oben zu sehen. Ich weiß, wie ich das erste Mal wieder bei uns durch den Garten gegangen bin und wieder die Perspektive gehabt habe, wie die wirklich anders ist. Also du bist ein bisschen höher und siehst gleich wieder alles anders. Also, ist schon cool.
Ja, dieser Perspektivwechsel auch etwas, was wir alle im letzten Jahr schmerzlich erleben mussten. Du hast gesagt, die Einschränkungen und die Maßnahmen und all das, was im Moment diese Zeit so prägt. Du leidest sehr drunter. Vor einem halben Jahr hast du noch gesagt, du findest das eigentlich toll, was du erlebst. Mhm. Habe ich in Interviews gelesen, dass du gesagt hast, ja, dieses zurück zur Natur und das war Zeit haben für die Kinder. Das war ja auch allgemein so, glaube ich, dass der erste Lockdown als wirklich als großes Erlebnis stattgefunden hat. Und mein Kleiner hat immer geschrien, ich liebe Corona, ich liebe Corona. Und wir waren da zu neunt eben im Lockdown und es war, jeden Tag ging es nur um, was man kocht. Und wir waren 3 Tage lang durchgehend im Pyjama oder so etwas. Das waren große Erlebnisse. Ist das anders? Danach kam das irgendwann mit diesen berühmten 100.000 Toten und ging so eine Angst- und Panikmache, die uns bis jetzt noch immer nicht loslassen hat. Und das finde ich einfach prinzipiell einfach falsch. Ich finde in Notsituationen Panik und Angst falsch. Immer. Da bin ich Vater. So. Das ist so eine Ruhe und dann tun wir mal in Ruhe schauen. Ja, und wenn es um eine Krankheit geht, finde ich, sollten wir Immunsysteme und Gesundheit in den Vordergrund stellen und nicht die Angst und die Panik. Besonders betroffen ist natürlich vor allem neben dem ganzen Tourismus, die Gastronomie, was alles da dran hängt, die Kulturbranche. Und damit auch ja, dein Lebensbereich, deine Ausdrucksform. Und da geht es ja nicht nur um Existenzielles im Sinn von Finanziellem, sondern da geht es um die Ausdrucksform. Da geht es um das, was du gewählt hast als deinen Beruf. Solltest eigentlich dieser Tage Premiere einer Inszenierung, die du als Regisseur übernommen hast, der Zauberflöte sein, ist verschoben. Wie geht es da weiter? Ja, die Arbeit ging einfach so nicht. Man kann die Zauberflöte nicht machen, oder ich kann sie zumindest nicht so machen, dass ich den Chor vom Band spiele und die Musiker, diese großartigen Musiker in 4 Meter Tiefe irgendwo unten spielen und so. Das geht sich für mich nicht aus. Für mich geht sich diese Arbeit nicht aus. Ich kann auch nicht arbeiten mit Kollegen, so mit Maske und Schutzschild, und ich kann es nicht. Deswegen bin ich da eher draußen in dieser Zeit. Da muss ich einfach warten oder muss einen Berufswechsel annehmen. Ich habe zu Beginn der Sendung eingangs auch mit Marianne Hengel gesprochen, dass in dieser Zeit vielleicht im übertragenen Sinne Menschen mit einer Behinderung zu Lehrmeistern werden können, ganz einfach, weil sie lernen mussten, mit Einschränkungen zu leben. Und zwar mit dauerhaften Einschränkungen. Was wir jetzt erleben, wird hoffentlich und sicher auf Zeit sein, auch wenn es uns unangenehm begleitet. Wie geht es dir mit den Einschränkungen, dieses Wissen, ich werde vielleicht nie oder für viele Jahre oder Jahrzehnte noch nicht aufstehen können, ich werde meinen Arm nie richtig bewegen können. Wie hast du dich dem angenähert, diesem ja, also Eingeschränktsein? Die Einschränkungen im Rollstuhl sind meiner Meinung nach schon ein bisschen was anderes, weil die sind vorgegeben, also die muss man sich anpassen. Muss man schauen, dass man damit zurechtkommt. Jetzt in der Corona-Phase werden die Einschränkungen vorgegeben und man muss sich daran halten. Und es gibt dann welche, die sich mehr daran halten und welche, die sich weniger daran halten. Und da ist es natürlich schwer, immer nur das zu tun, was man gesagt kriegt, wenn man vielleicht den Sinn dann nicht drinnen sieht und für die Verhältnismäßigkeit vielleicht auch nicht stimmt. Worüber wir abschließend noch kurz reden müssen, ist euer großes gemeinsames Abenteuer, das Africa Race, auch wenn das schon ein bisschen zurückliegt. Welche Erinnerungen, welches Gefühl überwiegt da, wenn du dran zurückdenkst, Hannes? Ja, es war natürlich schon ein sehr spezielles Erlebnis, also die 2 Brüder da zu sehen, wie sie sich da entwickeln und also die ganze Geschichte. Vor dem Rennen war ja eine lange Vorbereitung und dann beim Rennen, wie sie sich entwickeln. Also der Gregor eher der Draufgänger, der Tobias
mit Vorbereitung und sehr überlegt. Ja, es war ein sehr spezielles Erlebnis. Also da durch Afrika fahren, wie als Begleitfahrzeug, ja, viele Kilometer durch das Land zu fahren. Also das war sehr speziell, sehr cool, ja, eine coole Zeit. Der Fachmann hat gesprochen. Yeah. Ja, Gregor, wie ist es mit Abstand? Und mit dem Abstand nimmt man ja solche Dinge dann auch anders wahr. Klar, das wirkt anders nach. Ist es heute noch mehr als sozusagen ein Blick ins Fotoalbum? Bei Küsten fast entlang, da geht es runter. Das sind tausende Kilometer. Oder du bist allein mitten in einer Wüste. Das ist so eine Distanz wie jetzt von hier bis nach Hamburg. Und du bist in Frankfurt und steckst im Sand. Und du schaust dich um und es ist niemand da, der dir hilft. Lernst du Hoffnung. Es kommt immer irgendwo ein Licht her. Immer, immer. Es geht immer weiter im Leben. Immer. Auch wenn du mitten in der Wüste vollkommen im Sand steckst. Na, wenn das kein schönes Schlusswort ist. Es kommt immer irgendwo ein Strahl von Hoffnung her und diese Leidenschaft zu leben, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die heute bleibt. Dafür danke ich euch ganz herzlich. Danke Gregor Bloeb. Dankeschön Hannes Kinnegartner für ein inspirierendes Gespräch. Danke für die Gastfreundschaft hier im Zillertal in dieser schwierigen, in dieser seltsamen Zeit. Ich freue mich auf das Wandern hier in der Bergwelt im Sommer und auf das Skifahren, wenn es auch erst im nächsten Winter ist. Im Namen von Roland Austria sage ich auf Wiederschauen beim nächsten Gipfelsieg. Alles Gute.